Heute wandern wir durch den Park Lusberg, der uns allen auch als Belvedere bekannt ist. Wir beginnen am 35 Meter hohen Drehturm Belvedere. Ganz oben im Drehturm befindet sich das Restaurant Mundart. In ihm genießen seine Gäste ein Essen der gehobenen Küche bei einem Panoramablick über die Dächer Aachens und sein Umland. Der Lusberg ist mit 265 Metern Höhe eine markante Erhebung am Nordrand des historischen Zentrums der Stadt Aachen. Von hier ist es möglich, zum Trenchot Obelix zu spazieren. Der Trenchot Obelix wurde zur Sommersonnenwende 1807 zu Ehren des französischen Landvermessers Trenchot errichtet und ist ein trigonomischer Punkt erster Ordnung des linksrheinischen Dreiecksnetzes. Vom Obelisken aus erblickt man herrlich das Aachener Rathaus wie auch den Dom. Auf der anderen Seite sieht man das Stadion des SuS Aachen und das Alemannia Fußballstadion. Hier haben wir die Salvatorkirche. Ein weiterer Blick von hier geht Richtung der Eifel. Davor befindet sich das Viertel Brandt. Während der Jungsteinzeit vor etwa 5500 bis 5000 Jahren baute man auf dem Lusberg intensiv Feuerstein ab. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass einmal jährlich im Sommer der Lusberglauf stattfindet. Der Lusberg ist auch mit dem Open-Air-Literaturfestival Leselust am Lusberg nichts Unbekanntes. Jetzt beginnen wir einen Rundgang durch die Mitte des Parks. In den Anfängen des 19. Jahrhunderts gestaltete Maximilian Friedrich Weihe den Wald- und Bergpark. Der Name Lusberg vermag aus dem Ausdruck Lus aus dem Aachener Dialekt für Schlau zu entspringen und steht in Verbindung mit der Lusberg-Sage. Im Park ist es möglich, mehrere Kilometer Wanderwege hinter sich zu legen. Von dieser Stelle aus haben wir eine gute Sicht auf die Kirche St. Jakob. Diese Treppen bringen uns herab zum ehemaligen griechischen Theater. Die Säulen hier gehören dem damaligen Theater, die heute auch als das Aachener Akropolis bekannt sind. Das Theater wie auch die benachbarten Gebäude wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die heutigen Besucher nehmen die Wiese für ihre Yoga-Übungen ein.
Kneippbäder können genommen werden, falls Wasser vorhanden ist. Der Gästensche Pavillon mit seinen kunstvollen Gittern ist ein Schmuckstück in diesem Park. Nachdem die Aachener den Teufel um die Seele des ersten Dombesuchers betrogen hatten, der ihm auch im Toreingang seinen Daumen kostete, schwor er ihnen Rache. Er lud einen riesigen Sack Sand auf seine Schulter, um die Stadt darunter zu begraben. Nach langer, mühsamer Wanderung begegnete ihm ein altes Weib und er fragte es, wie weit es noch bis Aachen sei. Die Alte, die seinen Pferdefuß wohl gesehen hatte, erwiderte schlau, »Lieber Herr, schauet auf meine Schuhe. Ich erstand sie heute neu in Aachen und nun sind sie von langen Laufen schon zerrissen.« Da fluchte der Teufel und warf den Sack mit solcher Wucht zu Boden, dass er platzte. So entstand der Sage nach der Lusberg. Kinder erfreuen sich an dieser Geschichte, wie auch am nahegelegenen Spielplatz. Jetzt begeben wir uns zum Salvatorberg, der mit seinen 229 Metern Höhe der mittlere der drei Hausberge Aachens ist. Der Salvatorberg erhielt seinen Namen nach der im 9. Jahrhundert auf ihr erbauten Salvatorkapelle und des später ebenfalls dort gegründeten gleichnamigen Salvatorklosters. Die Salvatorkirche auf dem Salvatorberg ist ein Kirchengebäude der römisch-katholischen Kirche. Sie stellte man im Jahre 1886 fertig. In dieser schönen Natur schließen wir unseren erholsamen und sehr interessanten Spaziergang ab.